Talk von Leben mit Krebs, Let's Talk About Cancer. Heute feiere ich ein doppeltes Jubiläum. Genau vor 2 Jahren ist mein Krebs diagnostiziert worden. Traurig aber war, aber hätte ich diesen Krebs nicht bekommen, wäre es unter anderem auch nie zu diesem Podcast gekommen. Und es hat sich so viel auch Gutes in meinem Leben verändert. Und ich genieße die Zeit, die mir einfach noch bleibt. Und bin dankbar für diese, auch die letzten 2 Jahre. Lustigerweise, pünktlich zu diesem Interview, was ich heute geführt habe, am 5. März 2020, stand doch tatsächlich in einem Horoskop in einer Zeitschrift: Wow, Sie können ja beinahe so gut zuhören wie Oprah Winfrey. Bis Sie Ihre eigene Talkshow kriegen, sollten Sie aber noch etwas lernen. Laut sagen, was Sie selbst wollen. Ja, was soll ich dazu sagen? Let's talk about cancer. Hallo Claudia, guten Morgen. Ja, servus Taren, guten Morgen. Schön. Ja, Entschuldigung. Ja, das ist jetzt eine Premiere für mich. Ja, schön. Das ist für mich auch fast. Du, ich freue mich sehr, dass du heute von dir erzählst auf meinem Podcast. Ich möchte auch kurz erwähnen, dass du Zungenkrebs hattest und ein bisschen eingeschränkt bist in der Sprache für die Zuhörer. Aber ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Ich verstehe dich ja auch. Ja, genau. Also ich würde dich auch bitten, ich neige leider dazu, dann sehr schnell zu sprechen. Es stört mir überhaupt nicht, wenn du sagst, oh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also bitte unbedingt darauf aufmerksam machen, wann das zu schnell oder zu undeutlich ist. Mache ich gerne. Super. Ja. Gut, dass du es sagst. Ich bin ja dann auch noch durch meinen österreichischen Dialekt ein wenig eingeschränkt, ne? Ja, aber ich verstehe dich gut. Und ich bin aus Norddeutschland. Ja, also so geht's super. Also so verstehe ich dich ganz toll, muss ich echt sagen. Ja, sehr gut. Und ein bisschen verfüllt bin ich auch noch, aber das passt schon. Ja, ich merke es heute auch. Ja. Und das zu Zeiten vom Coronavirus. Naja, schauen wir mal. Also wir können uns auf jeden Fall nicht anstecken gegenseitig auf die Entfernung. Du, ich würde mal auch gleich sagen, dass du dann erzählst von dir. Ich weiß ja ein bisschen, wir kennen uns über Kurvenkranzer, Influencer. Wir haben da ja eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, weil es geht ja in 2 Wochen los. Und da hast du von dir kurz erwähnt von deiner Krankheit. Und dann habe ich dich angesprochen, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Und auch, weil der Aufhänger war, glaube ich, auch, dass du gesagt hast, dass Zungenkrebs ein Tabuthema ist, auch unter Medizinern. Und jetzt würde ich dich doch bitten, einfach mal zu erzählen, was bei dir da passiert ist und wann vor allen Dingen, wie lange das her ist. Also Karin, vorweg, ich möchte mich bedanken, dass du mich überhaupt zu deinem Podcast eingeladen hast. Ich finde das sehr spannend. Es ist für mich tatsächlich auch eine Premiere, weil das mit einer Sprachbehinderung gar nicht so einfach ist, ohne einem Gesicht dazu auch verstanden zu werden. Ne? Mhm. Ja, zu meiner Geschichte. Ich hatte im Sommer 2011 die relativ niederschmetternde Diagnose, also Zungenkrebs. Das war am rechten Zungenrand und ist übergegangen in den Mundbogen. Die Diagnose ist Ende Juli gestellt worden. Es ist dann alles sehr, sehr schnell gegangen, weil der Krebs sehr aggressiv war und ich bin bereits am 11. August am Operationstisch gelegen und zwar sabenhafte 17 Stunden lang. Ne? Oh. Man stellt sich das vielleicht so einfach vor, ja, dass ein kleiner Tumor in der Zunge, der wird herausgeschnitten und nach 14 Tagen geht man wieder nach Hause. Das ist leider ein großer Irrtum. Also meine Genesungsphase hat tatsächlich ein Jahr gedauert. Ich war gesamt 4 Monate in der Klinik und 3 Monate auf Reha. Man muss dazu sagen, gerade bei Krebsarten in der Mundhöhle, die meistens Plattenepithelkarzinome sind, ist es sehr oft, dass das in die Lymphknoten im Hals streut. Das heißt, es wird dann nicht nur der Tumor sehr großräumig entfernt, also bei mir war der knapp 2 Zentimeter groß, das erscheint erscheint eigentlich nicht so groß, aber trotzdem hat mir das fast die Hälfte meiner Zunge gekostet. Natürlich, ne? Also das sind viel bei einer Zunge. Genau. Bei mir ist also dieser Zungenteil, so gut es ging, aus dem Unterarm ersetzt worden. Das heißt, es wurde gleichzeitig aus dem Unterarm Gewebe entnommen und in diese fehlende Zunge eingebaut. Dann wurde der gesamte Hals von außen geöffnet. Das nennt man
Deception, schwieriges Wort, wird so mehr oder minder die gesamte Haut und Muskulatur abgehoben und die Lymphknoten freigelegt. Und bei mir wurden insgesamt 24 Stück entnommen und vier davon waren tatsächlich befallen. Ja, das war jetzt wahr. Ich dachte auch, um Gottes Willen, habe ich da jetzt überhaupt keine Lymphknoten mehr. Das ist ja Irrtum. Man hat nämlich im Halsbereich um die 200 Lymphknoten. Das ist total erstaunlich. Kaum jemand weiß das nämlich. Ja, darf ich auch kurz gleich eine Frage stellen? Wie alt warst du und wie hast du das denn festgestellt? Weil du sagst ja selber, Zungenkrebs ist wirklich eine seltene Krankheit und liest man auch nichts in den Medien. Und wie wird das dann festgestellt? Magst du das Ja, auch noch kurz erläutern? natürlich. Ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch jung, obwohl ich 48 Jahre alt war. Aber ich war eine sehr untypische Patientin, denn der Durchschnitt ist also männlich, über 65, kommt meistens aus sozialen schwierigen Verhältnissen. Viele der Patienten haben einen Alkoholabusus, also sind stark betrinkbar, bevorzugt harte Getränke und rauchen meistens auch. Ja. Und dann schon der schwimmende Bund. Also all diese Risikofaktoren machen diese Krebsart eben nicht sympathisch. Weil, welches Bild hat das nach außen? Ein Mensch, der sauft und raucht und sich die Zähne nicht ordentlich putzt, der ist ja eh selber daran schuld, so nach dem Motto. Ja. Das heißt, ich erlebe das auch heute noch, nach mittlerweile 9 Jahren. Die erste Frage, die mir meistens gestellt wird, ist: Hast du geraucht? Das ist eigentlich fast eine Unterstellung, weil ich habe das ja tatsächlich mehrfach auch gehört, wenn ich gesagt habe: Ja, ich habe geraucht, dass Menschen dann zu mir sagen: Gott sei Dank, dann kann mir das nicht passieren. Ne? Ja? Das ist ja ähnlich wie mit meinem Lungenkrebs, gell? Ich meine, ich Ja, bin auch viel genau. zu jung für Lungenkrebs. Ja. Und das betrifft inzwischen viele Nichtraucher, aber das liest du Genau. auch nicht in den Medien oder wenn du googelst. Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also du wirst Aber es wahrscheinlich auch kennen, diese Farbe, dass die Leute sofort vor ah, und geraucht. Also bei mir ist das halt heute nur obligatorisch. Also ob ich vermehrt Alkohol getrunken habe, das traut sich eigentlich keiner Farben, aber noch im Rauchen Farben die meisten. Auf jeden Fall ist es so, dass also damals, als ich 2011 erkannt bin, war das noch nicht so ein großes Thema. Man weiß inzwischen, warum jetzt auch vermehrt jüngere Frauen erkannten, weil nämlich HPV High Risk, also dieser HP-Virus, der die Gebärmutterhalskrebs auslöst, auch ein Auslöser für Mundhöhlenkrebs sein kann. Echt? Ja, und das wissen auch Okay. viele nicht. Das wird ja Gott sei Dank inzwischen sehr viel über Gebärmutterhalskrebs gesprochen, auch über die passende Impfung dazu. Aber Ja. dass HPV High Risk Stämme auch Mundhöhlenkrebs, Anuskrebs, Peniskrebs auslösen können, das weiß fast niemand. Ne? Nee, nein, Das ist ganz also bestimmt nicht. hinaus. Ja, Das warum? ist für mich als Mutter auch als interessant, weil das Thema Impfung ist ja. Ist ein großes Thema und gibt es ja immer so geteilte Meinungen, aber dass Ja, das damit auch zusammenhängt, das weiß ich nicht. also ich kann da dann nur empfehlen, besprich dich da mit dem Kinderarzt oder mit dem Hausarzt, die sind da meistens sehr offen. Ich persönlich empfinde es als wichtig, dass man seine Kinder, nicht nur die Mädchen, sondern auch die Buben, dem HPV impfen lässt. Weil nur so kann man diesen Virus eindämmen. Ja, und bei mir war das eben so, ich habe also dann in dieser ganzen Tantengeschichte im Krankenhaus dann immer mehr gynäkologische Untersuchungen durchführen lassen, weil die halt einfach zeitlich fällig waren. Und da ist also dann auch noch ein Gebärm, also ein beginnender Gebärmutterhalskrebs festgestellt worden. Das war also schon ein Zeichen, das darauf hingewiesen war, dass die Ursache möglicherweise der Virus war. Ich sage heute, für mich persönlich spielt das überhaupt keine Rolle, warum und weshalb, weil ich kann es ja nicht mehr ändern. Also selbst wenn jetzt das Rauchen die Ursache war, ja, ich kann das im Nachhinein ja nicht mehr aufheben. Ne? Also ich persönlich mache mir, was meinen Fall anbelangt, überhaupt keine Gedanken.
Aber ich gehe schon sehr hinaus und mache die Leute darauf aufmerksam, welche Risiken es gibt, um so eine Krankheit zu erlangen. Ne? Und jeder soll sich das dann aussuchen, ob das auf ihn zutreffen könnte oder auch nicht. Aber ich versuche immer nicht belehrend zu sein. Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist nicht auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber weil das natürlich immer das Thema ist, weil ich meine auch, dass Krebs natürlich, letztendlich wissen wir es nicht, woher kommt und viele Faktoren hat. Also gerade bei Lungenkrebs sagen wir, der ist ja das typische Prototyp, ist ja dieser Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler, der über 100 geworden ist oder fast 100, der ein Kettenraucher war. Und also ich glaube auch, dass Umweltfaktoren sicherlich auch eine große Rolle heutzutage spielen. Also und man sagt auch 20% Zufall, Genetik ein bisschen. Also klar, gesund ernähren und alles schon, aber man hört auch immer wieder von Krebsfällen, das finde ich als erschreckend, die sich wirklich gesund ernährt haben und auch noch nie geraucht haben, trotzdem Krebs. Also ich kann mir auch gut vorstellen, und teilweise ist es auch schon bewiesen, dass auch wirklich so Umweltfaktoren eine ganz, ganz große Rolle spielen. Was meinst Ja, du? auf alle Fälle. Also ich bin mir zum Beispiel auch sicher, kann das offen und ehrlich sagen, wie ich erkannt bin, habe ich mich in einer sehr, sehr schwierigen Lebensphase befunden. Meine Firma ist also kurze Zeit davor in Konkurs gegangen. Also ich habe mich tatsächlich in einer existenziellen großen Krise befunden. Das hat also auch für mich bedeutet, dass ich nur mehr funktioniert habe in dieser Zeit und sicherlich also weniger auf meine Gesundheit geachtet habe. Also ich habe dann einfach andere Probleme gehabt, das jeden Tag shoppen zu gehen. Und man weiß also schon, dass Menschen, die sich in einer großen traumatischen Krise befinden, dass deren Immunsystem halt auch untergesetzt Ja, ist. Ja? auch ein großes Thema, Und absolut. genau, Ja. und ich bin also überzeugt davon, dass also man hört es ja sehr oft, Menschen, die in einer Lebenskrise sind, dass da sehr oft was Zweites und auch noch was Drittes dazu kommt, weil halt einfach der Körper so geschwächt ist durch so ein traumatisches Erlebnis. Ja. Ja. Andererseits glaube ich heute aber auch, das ist natürlich meine persönliche Meinung, dieses traumatische Erlebnis mit dieser jahrelangen Insolvenzsituation, das ist ja keine Situation von einem Tag auf den anderen gewesen, sondern hat sich tatsächlich über Jahre hinweg gezogen, war für mich letztendlich ein großer Faktor, um meine Krankheit bewältigen zu können. Weil ich halt gewusst habe, ich habe so diese eine Katastrophe überlebt, ich kann auch eine zweite überstehen. Ja? Also ich war da mental schon sehr bestärkt, bin ich heute der Meinung, wenn ich zurückblicke. Ich habe nämlich oft das Bild von mir, was wäre gewesen, wenn ich erkannt wäre ohne diesen damals sehr schwierigen Umfeld, wenn ich also nur in meiner Luxusvilla gelebt hätte, ich wäre möglicherweise an der Erkrankung zerbrochen. Also wenn ich das nicht gelernt hätte, mit großen Sorgen umzugehen. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, also du hattest ein Insolvenzverfahren, also jahrelang schon Probleme mit einer Firma, und dass dir das aber auch Kraft gegeben hat bei der Bewältigung deiner Krankheit, glaube ich auch. Das ist ja diese Resilienz auch, von der man immer mehr spricht, gell? Also spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube auch, dass ich das alles ganz gut verarbeiten kann aufgrund meiner auch nicht guten Erfahrungen im Leben. Ich meine, ich habe keine traumatischen Erfahrungen gehabt, aber die Resilienz spielt schon eine große Rolle, ganz klar. Auf alle Ja. Fälle. Also ich glaube, wenn man auf solche Erfahrungen, die auch wenn sie noch so negativ sind, zurückgreifen kann und sie in das Bewusstsein ruft, ich habe das überstanden, dann ist es auch eine große Möglichkeit, mit einer neuerlichen, traumatischen Situation gut umzugehen. Ja. Und das gebe ich auch immer gerne mit, also in dieser ganzen Dramatik versuchen, nur positiv zu bleiben, auch wenn das manchmal wirklich total schlimm ist. Ich habe ja nochmal erkannt für meine Ausbildung zur Psychoonkologin gemacht, weil ich eben seit über 8 Jahren andere Neupatienten begleite und für mich war das ganz wichtig, dass ich das, auch wenn ich es ehrenamtlich mache, professionell mache, auch aus dem Grund, um mich selber schützen zu können. Ne? Und Inwiefern selber schützen? selber schützen in der Form, dass ich eine Psychohygiene habe und all diese Menschen, die mit ihrem Schicksal an mich herantreten,
professionell begleiten kann und mich selber, also dass ich mir das selber nicht zu nahe herankommen lasse. Ah ja, klar, das ist der größte Faktor. Es ist ja. Sonst wird das nicht seit 8 Jahren funktionieren. Empathisch bleiben, aber trotzdem selber eine Grenze behalten. Ne? Ja, klar. In diesen 8 Jahren über 300 neue Patienten im Ehrenamt begleitet, die eine ähnliche Diagnose hatten wie ich. Sehr sind halt die Angehörigen, die sich bei mir melden. Das ist oft relativ schwierig, weil sie sich so schwer in die Situation von Betroffenen hineinsetzen können und oft noch viel verzweifelter sind als der Betroffene selber. Ne? Ja, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da habe ich jetzt auch Fragen zu, weil Psychoonkologie, kommst du aus dem medizinischen Bereich? Weil ich weiß zwar, habe ich mal gehört oder gelesen, irgendwo werden Psychoonkologen inzwischen auch ehemalige Krebspatienten ausgebildet, was super toll ist, weil ich das auch so sehe. Ein Krebspatient kann mich besser verstehen oder ein ehemaliger, der weiß, wovon er spricht. Das ist ja immer noch das in allen Lebensbereichen. Genau. Jemand, der die gleiche Erfahrung gemacht hat, versteht einen auch besser. Also finde ich das eine gute Sache. Und wie ist das in Österreich? Ja. Muss man da eine medizinische Ausbildung haben? Kannst du dich selber ausbilden lassen als Zusatzausbildung, ohne vorher Erfahrung in dem Bereich gehabt zu haben? Ja, das muss ich jetzt kurz ein bisschen erläutern. In Österreich ja. ist die Situation ganz anders wie in Deutschland. In Deutschland ist es ja so, das finde ich ein super Programm, das sind diese sogenannten Onkolotsen, meist ist ein schwieriges Wort. Onkolotsen, genau. Das finde ich ein ganz tolles Projekt. Das sind tatsächlich Betroffene oder ehemalige Betroffene, die werden geschult, um andere Patienten zu begleiten. Da geht es ja viel um rechtliche Dinge. Also wie gehe ich aufs Sozialamt, wie beantrage ich eine Rente und all diese Sachen. Finde ich super. In Deutschland kannst du an jeder Ecke irgendeine eigenartige Ausbildung als Psychoonkologe machen und darfst dich auch so nennen. Es gibt ja inzwischen auch schon Online-Ausbildungen. Ich persönlich finde das sehr bedenklich. Kannst du in Deutschland echt machen? Davon ja. habe ich noch nichts mitbekommen. Tatsächlich. Ich ja, dachte, da müsstest du eine medizinische Ausbildung haben. In Österreich, hatte jetzt... echt? In Österreich ist die Situation so, du musst normalerweise, ja, ist das ein postgraduales Studium. Das dauert ein Jahr lang. Also das ist eine wissenschaftliche Ausbildung sozusagen. Ich habe also tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Man hat also gesagt, aufgrund meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, also du darfst es auch als Seelsorger machen. Ja? Also du musst nicht unbedingt Mediziner, Psychologe oder aus der Pflege kommen, sondern auch Seelsorger dürfen in Österreich Psychoonkologen werden. Und bei mir hat man so diese Ausnahme gemacht, ich habe mich da natürlich bewerben müssen und so weiter, weil ich eben ehrenamtlich als in der Selbsthilfe tätig war. Und Matura war, also Matura, Abitur war natürlich schon Voraussetzung. Und dann hat es also so Kleinigkeiten gegeben, ich habe also so Gesundheitsausbildungen gemacht, so zertifizierte und Diplome und so. Und das haben sie dann also gelten lassen. Aber wie gesagt, bei mir war das echt mit einer Ausnahmegenehmigung. Ich finde das auch sehr wichtig, weil das war also jetzt keine Blabla-Ausbildung, sondern das war so ganz wissenschaftlich fundiert. Ich bin da ein Jahr lang immer nach Niederösterreich gefahren über verlängerte Wochenenden. Und ja, es war teilweise sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ich finde es wichtig, dass das also auch so behebelt ist, damit eben nicht jeder mit dem Titel daherkommen kann. Ich muss auch dazu sagen, ich dürfte das nicht selbstständig in der Form jetzt ausüben. Ich müsste das zum Beispiel in einer Arztpraxis machen, das ist in Österreich aus rechtlichen Gründen so. Oder ich müsste eine Zusatzausbildung, ich glaube, zum Coach oder so irgendwas machen. Also ich bräuchte nur eine Bewerbeberechtigung, um tatsächlich dafür Geld nehmen zu dürfen. Ich mache das aus einem ganz einfachen Grund nicht. Ich bin selber betroffen, beziehungsweise war ich von dieser Erkrankung betroffen
Und somit bist du natürlich schon ein bisschen voreingenommen, ja? Also trotz aller Professionalität. Und da, für mich persönlich ist der spannende Punkt, ich kann mich aufgrund der Ehrenamtlichkeit immer zurückziehen. Ja? Du kannst bei Verstehe, der Honorar nimmst, kannst du schwer zu den Patienten sagen, mal, bitte seien Sie mir nicht böse, aber das ist mir jetzt zu arg. Und ja. den, nein, das würde ich zwar nicht machen, aber es ist für mich persönlich ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich so agieren könnte. Ja, natürlich, absolut, wenn es auch zu viel wird. Da Ja. müssen wir auch nochmal da anschließen, weil ich habe dich ja vorhin unterbrochen. Du hast erzählt, du warst ein Jahr im Krankenhaus. Ich vermute auch mit Chemo und allem, oder? Also OP hattest du erzählt. Ja, also es war so, wir waren nicht ein Jahr im Krankenhaus, sondern diese Genesungsphase hat ein Jahr gedauert. Also am Anfang waren diese Voruntersuchungen, dann war diese Brustoperation, da war ich dann danach 5 Wochen in der Klinik und bin von dort wäre sofort auf die Anschlussheilbehandlung gegangen, bin von der Anschlussheilbehandlung zurückgekommen und bin also dann in die Chemostrahlentherapie gewechselt. Ja. Und da ist mir dann wirklich sehr, sehr, sehr schlecht gegangen. Ich bin da vor einem multiplen Organversagen gestanden und meine Chancen, das zu überleben, waren zu manchen Zeitpunkten nur mehr sehr gering. Darum bin ich also auch stationär da drinnen geblieben. Und so, ja, dann waren diese Diagnose mit, diese Zweitdiagnose mit dem Gebärmutterhalskrebs mit dem Beginnenden. Das heißt, ich musste wieder operiert werden. Ich bin dann nur mal nachoperiert worden. Ich habe dann Gott sei Dank auch noch einen Krankenhauskeim eingefangen. Dann musste letztendlich doch nur eine Magensonde belebt werden, weil ich nur mehr 45 Kilo gewogen habe und den Aal überhaupt nicht mehr ernähren konnte. Also es war irgendwie ein ziemlich großes Dilemma und ich habe eigentlich so alles mitgenommen, was man in dieser, mit dieser Krankheit mitnehmen kann. Ja. Und die Prognosen für mich waren also auch nicht sehr gut. Das hat so ausgesehen, ich habe auch ein Tacheostoma gehabt, das war ein Luftröhrenschnitt, also mit Loch im Hals und so. Es hat so Auch aus, noch. ja. Also, Okay. ja, eine Ganzkörperbaustelle sozusagen. Boah. Also das hat bedeutet, man wusste nicht, ob das Tacheostoma jemals wieder beschlossen werden könnte, weil ich glaube, ich habe damals 4 oder 5 Lungenentzündungen gehabt. Und die große Frage war, werde ich diese PET-Sonde jemals wieder los? Also weil einfach dieser Schluckab überhaupt nicht funktioniert hat und die Sonde hat mich mehr oder minder am Leben erhalten. Und mein großes Ziel war also, ich wollte wieder ein so möglichst selbstständiges Leben führen, also nicht abhängig sein von irgendwelchen Sondennahrungen, die permanent mit mir herumschleppen musste. Ich wollte wieder sprechen können, vor allem ich habe heute Sondern überhaupt nicht sprechen können und habe also dann 2 Jahre lang, zweimal in der Woche eine logopädische Betreuung gehabt und habe zu Hause jeden Tag mindestens 1 Stunde trainiert. Also das war, muss man selbst sagen, es hört sich vielleicht ein bisschen wahnwitzig an, aber dieses nicht sprechen können war wahrscheinlich in meiner ganzen Krankheitsphase also eines der schwierigsten Begleiterscheinungen, weil wenn man nicht kommunizieren kann, das ist, also ich finde das ganz erbärmlich. Man, natürlich kann man sich schriftlich mitteilen, aber das, was eine Sprache ausmacht, kann eine Schrift niemals ausmachen. Ja, Weil das glaube ich dir. wenn ich heute zornig bin, dann wirst du das in meiner Stimme hören. Wenn ich das aufschreibe, dann müsste ich dazu schreiben, ich bin jetzt zornig. Ja, Rapper, natürlich. ne? Ja, Wahnsinn. Und wie war die Zeit, dein soziales Umfeld? Hast du eine Beziehung gehabt, Familie, Ja. Freunde? Wie haben die reagiert? Ich bin demnächst 35 Jahre verheiratet mit einem und demselben Mann. Wie schön. Ja, Nein, wir das ist können super. aus auch seltenen Zeiten mit diesem. Und dieser glückliche Mann, der mit mir verheiratet sein darf, ist auch der Vater unserer 4 gemeinsamen Kinder. Ja, Meine Kinder, vier. 4, ja genau. Also meine Kinder sind alle erwachsen. Der älteste Sohn wird jetzt auch 35 und die anderen sind 32, 28 und 27. Also die waren damals halt
Ja, also junge Erwachsene, wie ich Tante geworden bin. Ich muss dazu sagen, ja, wir wissen das aber alle, für Familie ist das unheimlich belastend. Aber meine Familie war natürlich auch ein ganz großer Grund, um nicht aufzugeben. Also die sind immer gut hinter mir gestanden. Also sehr wichtige Personen waren jetzt nicht nur meine Kernfamilie, sondern auch meine Eltern. Also meine Mama hat sich in dieser Zeit als grandios heraus entwickelt, also die ist jeden Tag zu mir ins Krankenhaus gekommen und hat einfach immer alles richtig gemacht. Die war also irgendwie so die Stütze in dieser ganzen Geschichte, die hat sich auch viel um Bürokratie gekümmert, das war wirklich fein. Auch meine Schwester, der muss ja auch heute noch immer danken, die war da auch ein ganz wichtiger Faktor, auch meine Cousine und ihre Ehemänner dazu. Also diese leicht erweiterte Familie war einfach meine große Burg und Festung, die mir Sicherheit gegeben hat. Stimmt, Traurig habe ich hingegen empfunden, und das hört man sehr oft auch von anderen Patienten, dass viele meiner Freunde verschwunden sind. Ich muss dazu sagen, das war ja schon gewöhnt, dass diese Insolvenzphase aus meinem ehemals wirklich sehr, sehr, sehr großen Freundeskreis, sondern damals im Zuge dieser Insolvenz viele verschwunden, weil das ja. will man sich ja nicht anecken. Ne? Und in einer Pampens hört man auch von vielen anderen, verschwinden dann halt auch noch andere Freunde, weil viele Menschen halt damit auch nicht umgehen können. Sie wissen nicht, wie treten sie den Patienten gegenüber auf, wie ist mit dem behilflich, was soll man sagen? Ja, oft ist es besser, man sagt gar nichts oder ist einfach nur da. Und das habe ich eigentlich bitter gefunden. Ne? Ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste für alle. Ich meine, das Thema Tabuisierung spielt bei mir auch eine große Rolle. Ja. Ich habe da auch mit einem Psychoonkologen gestern telefoniert, weil das mich gerade so beschäftigt, das Thema. Und ich weiß auch noch nicht, man muss es akzeptieren. Also das ist so. Und das hat wirklich damit zu tun, ich habe auch mit der Julia darüber gesprochen, es sind wirklich die Ängste der Menschen. Also du wirst mit einem Krebskranken mit dem Tod, mit der Ja. Endlichkeit Ja. konfrontiert. Und das löst eigene Ängste aus und da können die Leute nicht mit umgehen. Es wird Ja. halt wirklich ja, totgeschwiegen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist unser Gesellschaftsproblem. Hallo, da sind wir wieder. Wir hatten zum ersten Mal eine technische Störung von einer neuen Art. Wir wurden unterbrochen durch ein Telefonat und dann ist mir das ganze System zusammengebrochen. Jetzt hoffe ich, aber ich habe gerade gesehen, dass Gott sei Dank die andere Aufnahme auch gespeichert wurde. Also sie ist ja nicht verloren gegangen. Ich kann das dann zusammenschneiden. Also wir waren bei der Tabuisierung stehen geblieben. Ja, großes Thema und wie gesagt, Konfrontation der eigenen Ängste und ist für mich auch schwierig im Alltag. Ich Ja, empfinde es also auch als schwer, obwohl ich sehe nicht todkrank aus, aber es ist einfach ein Tabuthema und es ist auch schwer vermittelbar und das müssen wir einfach akzeptieren. Es ist leider so, aber ja, ja, genau. also ich hab halt einfach die Erfahrung gemacht, okay, meine Erkrankung liegt jetzt fast 9 Jahre zurück. Also je weiter das weg ist, desto souveräner kann ich damit umgehen, dass Menschen mein Leben verlassen Ja, haben. ja. So eines dazu sagen, ich habe also einen sehr, sehr großen Freundes-, Bekanntenteil oder wie auch immer. Also ich habe unheimlich viele Menschen in meinem Leben. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich wirklich bin. Ja. Lerne ständig irgendwelche neuen Menschen kennen. Ja. Aber ich tue mir inzwischen unheimlich schwer, wirklich Freundschaften zu schließen. Ja. So nach dem Motto, die allerbeste Freundin, also wo man, also man lässt die Menschen wirklich total an sich heran. Jetzt zwar die intimsten Dinge, aber das heißt für mich noch nicht, dass diese Menschen dann auch tatsächlich bis in mein Herzen vordringen. Nee, klar, natürlich. Das ist ja auch, da gehört noch mehr dazu und das ist auch ein Prozess. Und das ist klar, wenn man Ja. virtuell unterwegs ist und viele Menschen kennenlernt, wo man sich auch gerade mit Influencern sicherlich besser verstanden fühlt. Aber das heißt noch Ja, nicht, dass das alles Freunde werden. Da gehört ja auch noch mehr dazu. Das ist klar. genau, das ist Aber es. es Aber ist, ja. Aber ich finde, es ist ein gutes Mittel, weil ich habe jetzt dadurch, erst seit ich auf Instagram bin und dann über Kurvenkratzer gestoßen bin, lernt man, und jetzt dann auf dem Kongress, auf den ich mich total freue, lernt man wirklich Gleichgesinnte kennen, gell? Also das ist auch schon super und wichtig für uns, ja, denke ich. also ich halte das auch für mich als Betroffene oder ehemalige Betroffene auch für sehr wichtig.
obwohl ich natürlich aus meiner eigenen Krankengeschichte auch schon sehr lange draußen bin. Aber aufgrund meiner vielen Behinderungen ist dieses Thema Krebs, wird es bis an mein Lebensende vorhanden bleiben. Weil ich stehe halt einfach in der Früh mit dem Bewusstsein auf, dass ich ganz viele Dinge nicht essen kann, dass ich diese Sprachbehinderung habe und dass ich ganz viele Behinderungen habe, die nach außen nicht erkennbar sind. Ne? Ja, wem sagst du das? Ja, also es gibt da so viele Sachen, die behindern einen im Alltag. Ja. Ich kann zum Beispiel nicht mehr weiter als 20 oder 30 Kilometer mit dem Auto fahren. Ja. Und das kannst du nicht einmal laut sagen, weil dann zum Beispiel im Film, man gibt doch mal den Führerschein ab. Ja. Also, oder leider heute nur noch unter Phenobarbital. Das heißt, ich habe ganz massive Wortfindungsstörungen, die nach außen nicht bemerkbar sind, weil ich einfach total trainiert drauf bin. Ja. Aber es ist ermüdend und mühsam. Ja, verstehe ich. Das bedeutet, dass ich also wirklich oft energielos bin und antriebslos und mich sehr bemühe, das aber nicht nach außen zu zeigen, weil ich möchte ein normales Leben führen und nicht als Dauerkranke gelten. Ja, Ja? ja. Welche Behinderung hast du? Also, das habe ich jetzt, du darfst ein 30 Kilometer Auto, Essen auch noch was? Also Also, Sprache ist klar. wenn eine Sprache ist, ja, dann habe ich also diese Dyspepsie-Patientin, das heißt, ich kann natürlich nicht schlucken. Ich fühle mich schon behindert, also durch mein Chemobrain, also durch diese Aussetzer, diese, wie soll ich sagen, ja, Verdächtigkeit und solche Sachen. Ich habe nach wie vor massive Probleme mit Polyneuropathien in den Fingern und in den Füßen. Ich bin Ja. ja mit Cisplatin behandelt worden, in der Form wird das auch heute nicht mehr gemacht. Aber das hat halt einfach viele Nachwirkungen. Und dann kommen halt so Sachen wie Spätfolgen dazu. Also ich habe zum Beispiel im Unterkiefer alle meine Zähne verloren. Oh. Ja, ich habe halt jetzt vor bis im Sommer im Oberkiefer eine ganz große Sanierung hinter mich gebracht. Das sind ja Was hast du alles am Ober Entschuldigung, am Oberkiefer, was war das? eine Zahnsanierung. Eine Also Zahnsanierung, okay. und in Österreich ist das halt alles sehr schwer, weil die Kassen zahlen da überhaupt nichts. Also das ist wieder mal so ein Bittstand gewesen, damit die Kosten übernommen werden. Ich bin jetzt dort dabei, das Ganze von bezahlen ins österreichische Parlament, weil ich der Meinung bin, es kann doch nicht sein, dass also Brustkrebspatienten einen Aufbau erhalten und Mundhöhlenkrebspatienten bekommen aber keine neuen Zähne. Ich bin natürlich vollkommen dafür, dass Frauen, die am Brustkrebs leiden und ihre Brüste verloren haben, einen Ersatz dafür erhalten. Das ist nur richtig, keine Frage. Aber warum wird ein Busen bezahlt, Zähne aber nicht? Ja, das ist Politik. Und da Das kann man sprechen sich in wir. vielen Dingen fragen. Wieso das Ja, ich bezahlt bin. wird, das nicht? Und das ist Ja, schlimm, ja. ich meine, die Antwort, die ich mitunter darauf bekommen habe, war: Da gibt es eh nur so viele Patienten, das können die ja dann gegebenenfalls über den Sozialfonds ausrichten. Sozialfonds bedeutet, dass ich aufs Amt gehen musste, dort meine Einkommensverhältnisse darlegen musste, auch die von meinem Mann, ja. Auch natürlich eventuelle Besitztümer, die aufgrund der Insolvenz nicht vorhanden sind. Also du musst dich dort ausziehen, als würdest du tatsächlich Sozialhilfe beantragen. Ja, Und das ist jetzt, sicherlich ähnlich wie bei uns. ja, und dann stellt man sich aber vor, man ist ja egal, ob diese Sprachbehinderung, das ist mein Problem, das ist das Problem von dem anderen, man hat das komisch findet. Aber es gibt unheimlich viele Menschen, die aufgrund solcher Behinderungen zu Hause bleiben, nicht Ja. sprechen und nicht essen können, ist nicht gesellschaftsfähig. Und Ja. da fährt einfach ein unerschütterliches Selbstbewusstsein dazu, zu sagen, mir ist es wurscht, was die anderen denken. Ja? Ja, absolut, Das ja. ist Das nicht ist mein viel Kraft Leben. kostet. Ja, man lebt das dann irgendwann, also das ist ja mein Credo, oder? Oder auch meine Botschaft. Nicht immer sich selber bedanken, was die anderen denken. Die Gedanken von den anderen sind deren Gedanken und nicht meine. Oder? Absolut, absolut. Aber das musst du wirklich, das ist ein Prozess, das zu lernen. Das muss man ja auch erstmal realisieren. Das sind ja alles Ja, also Prozesse und das sind,
dein Gehirn kämpft ja, deine Gedanken ticken ja immer anders. Ja. Und das muss man natürlich bewusst angehen. Also das ist ganz klar. Es ist auch so, das kannst du auch, hat der Psycho-Onkologe gestern gesagt, vieles mit den Ängsten, das sind auch, das ist eine Spiegelung. Es gibt ja auch die Spiegelneuronen und sowas. Also das ja. Großes Thema, ja. Befasse ich mich auch sehr mit, interessiert mich ja. sehr. Und weil du das vorhin ja, also das haben wir unterbrochen, Wahnsinn. Ja, das Thema Tod, ich glaube, dass das einfach das größte Problem ist für andere Menschen im Zusammenhang mit einer Selbstdiagnose. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe das jetzt überhaupt nicht bedrohlich gefunden. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wo blöd das wäre, wenn ich jetzt versterben würde. Ich hatte aber keine Angst vor einem eventuellen Tod, sondern ich hätte mich sehr beärbert, wenn ich nicht wenigstens auf eine Hochzeit einer meiner Kinder gegangen wäre und ich würde so unbedingt ein Enkelkind erleben. Ne? Und das sind aber jetzt zwei Faktoren, du kannst nicht zu deinen Kindern gehen und sagen, bitte, möchte doch nicht einer von euch einmal schnell heiraten, falls ich versterben sollte, damit ich das nicht erlebe. Das ist irgendwie blöd. Ne? Ja, klar. Aber es war für mich natürlich mit ein Grund zu sagen, hey, das will ich noch erleben. Ne? Jetzt heiratet im Sommer das zweite Kind, es gibt auch Enkelkinder und somit kann ich sagen, ja, es hat sich ausgezahlt, dass ich diesen Kampf aufgenommen habe und dieser Kampf hat die Stirn geboten habe und natürlich auch diesen ganzen Nachfolgeschäden. Das ist einfach okay, das ist zwar da, aber es ist mein Alltag und ich kann trotzdem super damit leben. Ne? Ja, es geht um Akzeptieren und auch ja. Sicherlich ein Ziel zu haben. Es gibt ja da viele Geschichten, dass Krebskranke länger überlebt haben oder überhaupt überlebt, weil sie ein Ziel haben. Es wurde mir auch gesagt, dass das was ganz Wichtiges ist. Das Unterbewusstsein ist ja auch ein ganz großes Thema. Du hast jetzt ein ganz wichtiges Wort ausgesprochen. Ich habe im Zuge meiner Ausbildung zur Psycho-Onkologin selber Psychotherapie machen müssen. Obwohl man gedacht hat, ich brauche das ja natürlich eh nicht. Ne? Aber es war dann sehr lehrreich und ich kann mich an einen Satz erinnern. Ich habe zu dem Therapeuten einmal gesagt, ich habe mich mit meiner Situation super arrangiert. Habe das total toll gefunden. Und der hat dann zu mir gesagt, na, Frau Braunstein, Arrangement ist nicht das Ziel, die Akzeptanz ist das Ziel. Erst wenn Sie das alles akzeptiert haben, dann werden Sie auch wieder rundum glücklich sein können. Und das war die Akzeptanz dieser ganzen Umstände, also generell meiner ganzen Lebensumstände, auch der Gewesenen, das war der springende Punkt und das war das Ziel. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo man sagen kann, ich akzeptiere das, kann man wieder in ein neues, glückliches Leben wechseln. Ja, auf jeden Fall. Ja, akzeptieren ist ein großes Thema. Also das ist, glaube ich, sicherlich, was bei mir eine große Rolle spielt. Also, ja. Das heißt dann natürlich nicht, dass man jetzt nur mehr rundum glücklich ist. Ich habe natürlich auch meine Tage, wo man denkt, wofür ist das jetzt was notwendig? Aber das hat ja jeder. Ja. An Menschen, die in einer vermeintlich rundherum perfekten Lebenssituation sind. Nein, Gegenteil, Menschen, bei denen alles perfekt ist, haben dann oft noch viel mehr. Ja. Sicher. Ja, es ist ein großes Thema und es ist auch so individuell, weil jeder Mensch anders tickt und anders gepolt ist. Ja. Aber dass es Akzeptanz auch ein großes Thema ist, also das weiß ich bei mir auch. Ich habe die Krankheit recht schnell akzeptiert. Ich würde auch sagen, ich habe eine starke Resilienzstärke, das hat mich auch mit unterstützt und ich arbeite sehr. Ich habe jetzt keine gute Erfahrung gemacht persönlich, aber das ist auch wieder so eine Glückssache. Ja, absolut. Also ich denke, alles, was auf die persönliche Ebene geht, da muss das dann auch passen mit dem Gegenüber. Es kann so wie generell in der Psychotherapie oder in der Psychologie, es muss das Gegenüber passen. Der kann so fachlich super sein, aber wenn der menschlich nicht auf deiner Ebene ist, dann kann das mitunter eine negative Auswirkungen haben. Also beim und dann besser. Ja, also mir hat sie viel gebracht. Ich habe früher auch schon mal so eine Psychoanalyse versucht. Also ich arbeite sehr viel an mir selber und ich finde das Gespräch mit Gleichgesinnten auch sehr hilfreich. Also da fühlt man sich auch mehr verstanden, weil es ist halt einfach so.
ich gehe da anders ran. Ich gehe schon auch, arbeite mit mir, aber anders. Also, ja, aber da muss jeder seinen Weg finden. Und ich glaube auch, viele sprechen überhaupt nicht darüber. Also das finde ich auch ganz schwierig, oder finde ich, kann ich mir vorstellen, ist jetzt, ja, dass so, totgeschwiegen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und ich höre das tatsächlich manchmal so von Menschen, die dann so hinter der vorgehaltenen Hand sagen, ja, ich hatte auch immer Glück, so, ich habe das niemandem erzählt. Und dann denke ich, um Gottes Willen, mit was für einer Bürde, also mit was für einem großen Gewicht muss denn der Mensch herumlaufen, wenn er das für sich behält. Ja. Gerade in so einer Krankenphase ist es doch total wichtig, dass man Unterstützung von außen erhält. Und sei es nur, dass Menschen einfach da sind. Ja, ne? Auf jeden Fall. Sicher. Und in einem merkt es ja heute noch so einer langen Zeit, ja, ich habe schon manchmal den Bedarf gesagt, hätte das doppelt. Ich bin einfach nicht ganz fit aufgrund meiner Vorgeschichte und jetzt müssen die anderen einmal Rücksicht auf mich nehmen. Ja, kann man ja auch erwarten. Also, und das, da muss man, ja, da muss man mal ehrlich sein und das überhaupt aussprechen. Nur wenn ich das immer verheimliche, dann werden alle rundherum immer glauben, hey, ist eh topfit. Also was soll ich da sonderlich da auf Rücksicht nehmen? Ja, da, dafür kämpfen wir ja, was heißt kämpfen, aber wollen wir auch das ja so ein bisschen enttabuisieren. Aber auch da, wie gesagt, ich hatte gestern das Gespräch mit einem Psycho-Onkologen. Wir können das machen, was uns in der Macht steht. Ob wir viel bewirken, wird sich herausstellen. Also ich habe mit der Tabuisierung in meinem Freundeskreis sehr zu kämpfen. Das bemerken die nicht mal, aber ich kann nichts daran ändern. Ich muss es akzeptieren. Ich kann die Menschen, wie du selber sagtest, ich kann sie nicht... missionieren kann ich nicht und ich bin immer offen umgegangen und es hat gute und schlechte Seiten, aber ich muss damit klarkommen, weil was die anderen denken, machen oder tun, ich kann sie nicht verändern. Ich kann sie nur darauf hinweisen und offen damit umgehen, aber ich muss mit den Konsequenzen, also auch so viele Leute, wie du auch selber sagst, gehen einem aus dem Weg, können damit nicht umgehen, damit müssen wir auch leben, also auch die Konsequenz daraus, wenn ich offen damit umgehe. Aber ich, auch dieser Podcast, aber ich habe mir gesagt, weißt du, was habe ich denn noch zu verlieren? Also ganz ehrlich. Also wenn ich nach meiner Prognose gehe, es ist halt einfach so, gell? Also ich bin direkt mit dem Tod konfrontiert worden. Ich bin als Palliativpatientin, ich bin im Endstadium. Mhm. Mir merkt es mal nicht an, aber es kann ganz schnell ändern, also wechseln, also meine Situation. Ich habe heute übrigens trauriges Jubiläum. Ich habe heute zweijähriges nach der Diagnose, aber ich bin dankbar für die 2 Jahre. Also ich habe tolle 2 Jahre gehabt, also für mich toll gestaltet, also mit meiner bewussten Art. Ja? Ja, du bist natürlich in einer anderen Situation wie ich. Ja. Ich gehe seit Jahren geheilt, also mein Thema ist dann eher dieses Leben mit den Behinderungen durch Krebs. Aber ich muss dazu sagen, also Mundhirnkrebs ist ja hochrezidivanfällig, also auch nach so langer Zeit. Ich habe das für mich total aus meinem Bewusstsein gestrichen, weil ich glaube, das wird mich unheimlich blockieren. Und ich finde das wirklich bewundernswert, wenn Menschen so wie du in so einer Situation trotzdem immer so einen großen Lebensmut haben und vor allem auch den Willen haben, nach außen zu gehen und zu sagen, hey Leute, es gibt uns, ja, und wir sollen nicht dazu verdammt sein, nur zu Hause zu sitzen und auf den Tod zu warten. Das halte ich für unheimlich wichtig, wenn Menschen, die in so einer Situation wie du sind, bereit sind, so offen und ehrlich darüber zu sprechen. Ja. Danke, dank dir. Aber ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich finde jede Art von Krebs und Krebsbehandlung oder auch wie du jetzt mit der Behinderung lebst und sehr eingeschränkt bist, das ist alles... hart, jede Krankheit. Es gibt ja so viele andere Krankheiten auch, die tabuisiert werden. Ja, es gibt unheimlich viele Schicksalsschläge, die in deinem Leben ereilen können. Ich muss schon sagen, das mag jetzt lächerlich klingen, aber ich habe sogar Verständnis dafür, wenn eine Frau frisch von der Maniküre kommt und der kleine Fingernabel bricht ab, und die macht da Tragödie draus. Ja, dann ist das halt in dem Moment ihre persönliche Tragödie. Ja. Auch wenn das nur außen ein lächelndes Wirken hat. Aber wenn die das so empfindet, muss man ja das zugestehen. Absolut.
oder? Ja, es ist natürlich so, wir haben natürlich wirklich, manchmal ist es so, wie ich das ausdenke, ich rede mit meinen Freundinnen offen, also die haben auch ihre alltäglichen Probleme und ich finde das auch vollkommen okay und ist auch so im Leben, aber manchmal ist es schon so, denkst du, naja, verschiebt sich natürlich unsere Wahrnehmung ein bisschen, gell? Aber da musst du auch nicht so schwer krank sein oder werden. Also ich bin viel in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und da ist es auch alles ein bisschen anders. Also in unserer westlichen Industrie ist schon sehr viel Selbstmitleid und ja, und auf hohem Niveau, das ist so. Aber brauche ich nicht motzen. Ich meine, durch so eine Krankheit wird man natürlich auch bewusster mit solchen Sachen, geht man bewusster damit um und nimmt das bewusster wahr. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Ich steck ja auch nicht so im Arbeitsalltag drin, ich arbeite ja nicht mehr und so weiter. Aber klar, natürlich, ja. Ja, ich bin ja eigentlich auch behindert. Also ich bin seit fast 9 Jahren jetzt behindert und habe aber vor 3 Jahren also so ein kleines Unternehmen gegründet. In Österreich ist das ja ein bisschen anders. Man darf bei uns über 30.000 Euro im Jahr verdienen als kleiner Unternehmer. Also das heißt, meine Spielräume sind ein bisschen größer. Aber ich bin in dem Rahmen, der mir möglich ist, das muss ich halt auch dazu sagen, wieder berufstätig und beziehe aber trotzdem meine Rente weiter, weil ich nur kleine Unternehmen bin. Ach so, das geht bei uns. 6.000 Euro also darf man im Jahr verdienen, wenn man in Rente ist. Bei uns ist es, ich darf tatsächlich, also verdienen, so viel ich will. Okay. Ich bin eine Berufsunfähigkeitspension. Mhm. Ich darf aber nicht in meinen Beruf zurückkehren. Okay. Also ich komme aus dem Modehandel, also ich dürfte jetzt keine Modeagentur mehr öffnen. Ich dürfte nicht einmal als Verkäuferin zum Geld und Truppenburg gehen. Mhm. Ich darf nicht in den Handel zurückkehren, aber ansonsten darf ich tun und lassen, was ich will. Und ich kann verdienen, was ich will, aber 500 Euro Rente bleiben mir immer. Mhm. Also das ist, ich empfinde das als großes Sicherheitsnetz, weil das nimmt man am großen Druck. Also ich schaue halt immer, dass ich die volle Rente behalten kann. Sie sehen nicht die Welt, aber wahrscheinlich immer nur wesentlich mehr wie viele andere in meiner Situation, weil ich halt einfach davor sehr gut verdient habe und das war sehr viel ins Rentensystem eingezahlt habe. Natürlich kann ich nicht an mein früheres Leben anschließen, wo ich im Haus und Haus und Luxus gelebt habe, aber das wäre schon mit der Insolvenz vorbei. Aber ich bin in der glücklichen Situation, dass ich also finanziell gut abgesichert bin. Und das ist aber leider bei vielen Krebspatienten nicht der Fall. Das kommt auch noch hinzu, gell? Oder alleinerziehende Mütter und sowas. Ja, eine Katastrophe, was ich da teilweise höre, wenn man denkt, ich geniere mir nicht dabei, aber sowas würde ich mir da keine Gedanken machen müssen. Ja. Also wenn Leute darüber nachdenken, ob sie sich jetzt ein Kaffeehaus leisten können. Ja. Also ich meine, ich lebe jetzt nicht auf großem Fuß, im Gegenteil, aber mir hat halt meine Blockade einfach ein neues Lebensumfeld ermöglicht. Ich habe einen heißen Block. Was hast du, Entschuldigung? Also so einen Ich habe einen Heise- und Lifestyle-Blog für alte Weiber. Geil. Ich habe nicht nur diesen Food-Blog, mit dem ich leidlich erfolgreich bin, sondern ich schreibe seit 5 Jahren einen Lifestyle-Blog für Frauen oder mit Menschen über 50. Der heißt Lauter und Tour. Okay. Und dort habe ich halt viele, viele Kooperationen, mit denen ich sehr viel heiße, viele kulturelle Unternehmungen mache. Und das sind alles Dinge, die hätte ich in dieser Form nie gemacht, wenn ich nicht erkannt wäre. Ja. Ich hätte 100% nie zum Blocken begonnen. Das war nicht auf meinem Haar. Nee, klar, das ist toll. Das ist doch super. Da musst du mir mal die Links schicken. Nachher, dann kann ich die in die Shownotes also reinstellen. Das ist ja super. Ja, das ist doch schön. Das sind ja diese, man erfindet sich neu sozusagen. Ja, genau. Toll. Absolut. Ach, ja, aber du bist doch ein super großes Vorbild. Also das ist so toll, wie du mit deiner Behinderung auch lebst. So vorbildlich, sag ich jetzt mal. Also so nicht aufgegeben, einfach weitermachen und was Neues finden. Und das läuft dann immer wie. Mit Einschränkungen sicherlich, aber damit müssen wir jetzt alle leben, gell? Also ich denke halt einfach, das Zelt sollte sein. Ich habe und zu. Ja. Was hast du? Entschuldigung. Manchmal jammere ich natürlich auch, aber das machen andere auch. Ja.
Aber prinzipiell bin ich der Meinung, es macht überhaupt keinen Sinn, herumzujammern, weil was hätte ich davon, wenn ich morgens aufstehe und mir denken würde, bah, ich kann kein Brot essen, ich kann keine Nudeln essen, die Leute verstehen mich nicht gut, mir fällt das Spitzel von meinem Gesicht, ich bin nicht mehr so schön wie früher und. Was bringt mir das überhaupt nicht? Ja, an unglücklichen Tag, ja? Aber wenn ich heute immer früh aufstehe und mir dann ein paar Wetter schön draußen und gehe drum spazieren, mal schauen, wenn ich alle treffe, dann ist es doch da besser Ja, Start, oder? natürlich. Man gibt viele Techniken, da kann man das auch lernen. Das Einfachste ist ein Dankbarkeitstagebuch. Das kann jeder haben. Das Ja, versuche ich jetzt meinem Partner die ganze Zeit nahezubringen. Also, weil das bringt, glaube ich, eine Menge, weil es sind so die kleinen Dinge. Es ist leider so banal, ist auch, dass wir sagen haben, wir leben hier in Deutschland und haben fließend Wasser und genug zu essen. Ich meine, es ist so, aber wenn du das jeden Tag vor Augen hältst, dann und dir es bewusst wirst, dann kriegst du eine andere Wahrnehmung. Da kann man psychologisch ja, viel machen, genau ja. so. Und das ist ja nicht das Ja. Positivdenken in dem Sinne, weil das ist ja auch nicht so alles Schönreden, Ja. ist ja nicht das Ding. Darum geht es ja nicht, sondern Ja. es geht um ganz andere Ja. Dinge. Ja, super, schön, wichtig. Ich glaube, es ist auch alle, die ich so interviewe oder die so online unterwegs sind. Also gerade das Bloggen hilft sehr. Ich bin auch immer sehr von den Schicksalen der jungen Leute beeindruckt Ja. und wie die das meistern oder meistern müssen. Auch und für die ist es ja noch viel schlimmer als für uns Ältere, sag ich jetzt mal, weil du lebst, Ja, da die finde jungen ich Leute das. sind ja wirklich, wenn du mitten im Leben bist, mit was du da konfrontiert wirst, und ich denke, da ist es im Umfeld noch schwieriger als bei uns sogar noch. Ja, so ist es. Also ich kann super gut umgehen, wenn Patienten auf mich zukommen, die in meinem Alter sind oder älter. Aber erschütternd finde ich es immer, wenn man zum Beispiel, was ich Gott sei Dank nur Patienten vor, beim Patienten kommen, die gerade mal 30 sind und dann halt auch so ein paar, eigentlich hätte ich jetzt geplant, eine Familie zu gründen und ist so, dass dieses Kapitel in diesem Leben nicht mehr stattfinden Ja, wird. ja. Und das finde ich einfach total bitter, weil ich so, zum Beispiel mit meinen 57 Jahren, ich habe mein Leben gelebt, das heißt nicht, dass nicht noch viel auf mich wartet, aber essentielle Dinge habe ich hinter Ja. mir. Ich habe eine Familie gegründet, ich bin Oma geworden, ich bin immer noch verheiratet, ich habe eine Firma gehabt, die gibt es dann nicht mehr egal, ich habe irgendwann einmal ein Haus gebaut, das gibt es auch nicht mehr, aber ich habe jetzt mal all diese Dinge, die man sich so vom Leben erhofft, habe ich alle Ja, erlebt. so Ja. ist es. Also was heute nur daherkommt, das ist so ein Plus sozusagen, eine Taufgabe. Ja, genau. Also wir haben schon viel vom Leben erleben dürfen, kann man wirklich sagen. Und unsere Zeit Genau. gehabt, wir haben eine unbeschwerte Jugend gehabt, junges Leben, Ja. unsere Träume, Familie aufgebaut und Es so kommt weiter. Ja. nur dazu, in welcher Zeit du auf der Warte sind, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber wir plus 50, also so zwischen 50 und 60, wir haben einfach eine geniale Lebenszeit auch gehabt. Ja. Wir haben, also ich habe das so zumindest ich erlebt, die Zeit vor AIDS. Ja. Aber jetzt einmal, Ja, ja. gut. Ja, auf das war was war etwas Besonderes. Musstest du nicht sonderlich nachdenken, was müssen, mit dem du dich näher befreundest. Das würde alles heute nicht mehr fehlen davon. Das heißt jetzt nicht, dass das sonderlich zu befürworten ist, aber war der Faktor. Ja. Oder wir sind auch nur in einer Zeit aufgewachsen, wo man sich tatsächlich relativ einfach Wohnungseigentum schaffen konnte, wo es auch möglich gewesen wäre, die Option. Ich bin ja den Anspruch genommen, als Frau bei den Kindern zu Hause zu bleiben. Ja. Ja. Also das sind alles Dinge, die also zum Beispiel die Generation meiner Kinder in der Form nicht mehr so leben kann. Nö. Nicht wollen auch dazu, muss man dazu sagen. Also ich Das bin jetzt eine andere, wollen ich bin eine Generation hinter dir, also 9 Jahre nur, also ich bin in AIDS groß geworden. ja. Aber gut, damit kommt man ja leben. Aber ich weiß nicht, was jetzt noch Ja. alles auf einen zukommt. Aber klar, Ja, wir haben eben auf aber. jeden Fall, also wir durften schon ein großes Stück leben, und das macht einen auch dankbar. Wenn man dann die jungen Leute, Ja. kann man nur hoffen, dass die Medizin da weiter voranschreitet, oder auch Ja. ich bin ja sehr für die ganzheitliche Medizin, aber das sind noch viele Ja, Lücken ich. Ja. in der Medizin, leider. Ja. Aber es ist. Aber ich sehe es halt gerade bei meiner Erfahrung, was sie da in diesen letzten 9 Jahren wieder getan hat. Ich war jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen in Berlin auf dem Felsenstein, weil ich dort tatsächlich
einen Vortrag halten durfte, was er für Betroffene was sonst Besonderes ist. Es ist ja ein Fachkongress, auf dem normalerweise nur Fachleute sprechen, Ja. also Medizin weiter, also das ist in einer besonderen Ehre, wenn ich zu solchen Veranstaltungen eingeladen werde. Ich habe mich dort mit einem Mikrobiologen getroffen und die haben tatsächlich einen Test entwickelt für Mundkrebspatienten in der Nachsorge. Da brauchst du also keine Biopsien und so weiter mehr machen, sondern das ist ein Speicheltest und mit dem kann man feststellen, ob der Krebs wieder bekommen ist oder nicht. Und sowas finde ich einfach Ja, revolutionär. also es wird viel getan, auch in Zungenkrebs, obwohl der so selten ist. Also das ist schon, Ja. ja, krass, ja. Also es wird schon viel Ja. geforscht und gemacht, aber Droppel, Ja, Gott sei ja, Dank. aber ja. Jetzt sind sie sowieso erstmal alle mit dem Coronavirus beschäftigt, davon abgesehen. Und doch, ja, ich habe jetzt dort beschlossen, wir jetzt am Footblog einen Artikel schreiben über Rezepte aus der Vorratskammer. Ja, so, okay. Das wird sicher oft gelesen. Ich habe letzte Woche auf dem Travel-Blog einen Artikel geschrieben, Reisen in Corona-Zeiten. Und? Muss man mal durchlesen, okay? Ja, gut, ich war letzte Woche auf Ibiza. Da war noch nicht so eine Panik. Dann habe ich das echt so gelesen, also was da in Deutschland gerade los ist. Wäre jetzt normalerweise in Berlin auf der Ja, ITB. haben sie auch Also abgesagt, gell? Das ist schon Hammer. ja, aber ich sehe also, ich meine, das hört jetzt alles so ab an. Für uns Travel Broker, also für die Reisebroker, ist das auch eine große Chance. Also, ich merkte schon, dass viele Kooperationspartner, mit denen ich Termine gehabt hätte, die melden sich jetzt telefonisch oder per Mail, weil die Leute vermutlich ganz viel Werbung benötigen werden. Ne? Für was? Ich habe den Anfang Das nicht verstanden. für Reisen, also für Ach Hotels, so, Destinationen, ja. die sind jetzt alle mit Stornos konfrontiert und müssen jetzt sicher sehr in Werbung investieren. Das heißt, das ist also für Reiseblogger eine große Chance, an tolle Ach Kooperationen so, zu okay. kommen. Ja. Und ich habe jetzt, obwohl ich nicht auf der ITB war, bin jetzt mehr oder minder reisetechnisch schon mal bis Anfang Mai voll. Echt? Ja, weil die Leute halt dann auch noch von unserem Verband stehen, wir haben uns leider nicht in Berlin getroffen, aber was können wir machen? Aha. Ne? Ich meine, nach Italien werde ich im Moment sicher nicht fahren, das muss ich schon sagen. Aber nicht so sehr, weil ich mich vor dem Virus fürchte, sondern weil ich eher Bedenken habe, dass man irgendwo festsitzen könnte und nicht mehr wegkommt. Ja, ich Also, spekuliere jetzt das gar nicht, weil wäre jetzt müssen wir meines. erstmal schauen, bis der Höhepunkt erreicht ist und von diesem Ja. Coronavirus und dann muss man schauen, wie sich das, wenn das jetzt auch wärmer wird, wie sich das entwickelt. Ich verstehe nur nicht die ganze Panikmache von der Regierung und alles, was da jetzt wieder dahinter steckt. Das Ja. finde ich ein bisschen skurril. Die Medien, also eigentlich machen ja die Medien diesen ganzen Topf, ja. Ja, auch, aber auch die Regierung, das ist ja schon krass. Ich meine, klar, wir haben jedes Jahr die Grippegefahr und ich bin natürlich auch mit einem geschwächten Ja. Immunsystem, bin ich da eh immer gefährdet. Und also Corona soll halt schlimmer sein, aber warum die jetzt so eine Panik machen, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Schon extrem. Verrückt. Ja, es Verrückt, ist ja. echt verrückt. Verrückte Zeiten, ja. Ja, Ist auf ja, alle du weißt nie, Fälle. was jetzt alles so passiert. Es ist so krass, Ja. so alles so im großen Wandel. Ja, so schaut Schon, es gell? aus. Ja. Also ich finde das schon, Ja. dass da jetzt wieder andere Zeiten auf uns zukommen. Schauen wir mal. Ja. Wir hoffen ja auf jeden Fall, dass der Krebsblogger-Kongress in Wien stattfinden kann. Dass da, wie gesagt, nicht, dass das bis dahin sich einigermaßen wieder beruhigt und nicht noch verschlimmert. Das wäre toll, weil das ist ganz wichtig, dass wir uns alle treffen und dieser Kongress sowieso so eine tolle Sache. Da freue ich mich Ja, unglaublich drauf. also ich habe da zum Moment keine Bedenken, dass das abgesagt werden müsste. Also ich kann mir nur vorstellen, außer dass von politischer Seite da wirklich ganz kleine Maßnahmen gefordert werden. Also sie keine Veranstaltungen mehr mit über 100 Menschen oder so. Aber ansonsten sehe ich aus meiner persönlichen Sicht keinen Grund, dass man sowas nicht veranstalten sollte. Nö. Wir müssen.
Also Hände waschen und bei mir ist ein Mundschutz, weil ich das idiotisch finde mit dem Mundschutz, aber Der soll ja angeblich, soll das ja gar nicht helfen, habe ich jetzt immer wieder gelesen. nein, der Mundschutz soll man nicht haben, wenn man betroffen ist, aber nicht als Schutzmaßnahme. Sowas habe ich auch gelesen. Ja. Also ich bin ehrlich gestanden nicht einmal während der Chemotherapie mit Mundschutz unterwegs gewesen, aber da bin ich halt auch nicht wirklich außer Haus gegangen, das muss ich auch dazu sagen. Okay. Ich bin hauptsächlich im Krankenhaus gewesen. Also die wenigen Tage, die ich da zu Hause war, bin ich glaube ich einmal außer Haus gegangen und da war ich nach einer halben Stunde so erledigt, dass ich froh war, wieder ins Bett Ja, zurückzufinden. das ist klar. Das ist ja auch diese ganze Fatigue-Syndrom und das alles, was man auch noch mitschleppt. So eine Chemo ist wirklich, das ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, die ich ja nicht hatte, Gott sei Dank. Ich meine, ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden und bin da auch wirklich dankbar, weil Ja. so eine Chemo, wenn man natürlich diese ganzen schnellen Prozesse, Diagnose, du bist ja noch pumpergesund. Ich meine, Krebs wird meist ja entdeckt, also du fühlst dich ja nicht so krank, dass du, ich weiß nicht, wie das beim Zungenkrebs ist, aber dass du mit so einer schweren Diagnose rechnest und dann geht das ja immer ganz schnell Schlag auf Schlag und dann kommst du ja wirklich, das finde ich auch wirklich, das ist das Nicht zum Harte. Dann Nachdenken, kommst du ja. vom Tausend, vom Hundertsten ins Tausendste, also vom normalen Leben in dieses extreme Programm. Das ist ja kein Ja, Beinbruch ja. oder wo du mal eben kurz im Krankenhaus bist, sondern das hat ja so viele Nebenwirkungen und Nachwirkungen und alles. Ja, vor allem ist es so, dass, aber wenn sich das so an, abgedroschen anhört, aber es verändert halt meistens dein Leben grundlegend, weil halt auch dein ganzer Alltag oft verloren geht. Ja. Ja? Wie viele Menschen verlieren tatsächlich ihren Job, ja? Außer wenn sie wieder zurückkehren könnten. Aber trotzdem, da viele Arbeitgeber kennen sie, auch aus verständlichen Ja. Gründen. Muss ich von aus Unternehmersicht versteht, dass man jemand sagt, die kann man das nicht leisten, dass ich da einen Mitarbeiter habe, der jetzt mindestens ein halbes Jahr Ja. ausfällt. Das ist bitter, aber mitunter auch verständlich. Ja? Ja. Und jetzt versuche aber dann einmal wieder in ein Berufsleben zurückzukehren. Wenn du diese Diagnose anhaftend Ja. hast, wer nimmt dich denn dann? Und dann, wenn du in einem Alter bist, wo es eh schon schwierig wird, weil du über 50 bist, weil du vielleicht noch dazu weiblich bist und weißt du halt eh schon Lücken hast aufgrund der Kindererziehungszeiten, wie immer. Boah. Ja, das ist schon so ein gesellschaftliches Problem. Ich hatte da letzte mit der Sue drüber gesprochen. Also die hat da Glück gehabt mit ihren Arbeitgebern bis jetzt. Und das ist auch toll. Ja. Man muss ja mal von dem Guten sprechen, nur von dem Schlechten. Aber klar, im Ah, Großen und Ganzen ist es sicherlich wirklich schwer. Also ich hatte einen befristeten Vertrag und es war auch klar, dass ich in meinen Beruf zurückgehe. Also zu dem Zeitpunkt, weil ich sitze ja so ein bisschen ich sag mal auf eine Bombe oder so. Also ich weiß nicht, wann es bei mir richtig ja. losgeht. Also wenn ich habe eine 12-jährige Tochter und es war für mich ganz klar und ich habe auch das Glück, dass ich in der finanziellen Lage bin, das machen zu können, halt dazu sagen, ich bleibe zu Hause. Ja. Was soll ich jetzt mich irgendwo noch an der Arbeit aufregen und mit 3 Monaten Ferien und also ich will für meine Tochter da sein, normales Leben noch führen und das genießen auf jeden Fall, gell? Auf jeden Fall. Ja, aber natürlich ist dieser finanzielle Faktor da eine ganz große Rolle. Absolut. Weil wenn du diese Möglichkeit nicht hast, dann ja, bist du wirklich in einer Patrouille, ja. Das ist so. Also Schwierig. ich würde auch gerne mal ein Interview mit einer Alleinerziehenden so machen, nicht weil ich es so toll finde, aber es ist, dass die auch mal darauf aufmerksam machen können, wo da überall die Haken sind. Wenn wir das schon sehen, hier Krankenversicherung und dann zahlen sie das nicht oder auch das Komplementäre, das muss man sich auch leisten können. Das zahlt ja keine Ja. Krankenkasse. Das ist, Also ja. Chemo kannst du genügend reinhauen, also jetzt mal zynisch gesagt, aber alles, was Ja. unterstützend ist, ist nicht. Und was machst du, wenn du kein Geld hast, wenn du aus familiärer Sicht, aus privater, sozialer Sicht das Geld nicht hast? Das ist ja auch ein ganz großes Thema für uns Krebskranke oder für die Krebskranken. Ja, also ich sehe das halt gerade in dieser Mundhöhlenkrebs-Szene ist das ein ganz großes Thema, weil eben von vornherein viele Patienten sind, die ohne die schon in einer sehr schwierigen sozialen Situation Ja, leben. das hattest du schon erwähnt, ja. Ja. Das ist schon Ja, aus so ein also Schwa das. so, also schon so aus sozialen Verhältnissen kommen, die nicht so schön sind. Das auf jeden Fall. Ja, Ja. genau. Genau so ist es, Ja. ja. So, hallo. Ja. Heute werden wir oft unterbrochen. Chaotisches Interview.
Also nochmal kurz ansetzen. Ja, wir haben genau über die Krebskranken erzählt. Also du erlebst das tagtäglich mit diesen Problemen, die ja einfach haben aus finanziellen Problemen, oder? Wenn die mit dieser Krankheit konfrontiert sind. Ja, natürlich. Also vor allem, wenn es dann um Dinge gibt, die halt die Krankenkasse nicht bezahlt. Es gibt unheimlich viele Mundhöhlenkrebspatienten, die laufen zahnlos herum, weil sie halt überhaupt keine Möglichkeit haben, einen Zahnersatz bezahlen zu können. Ja, Wahnsinn. Also, ja, und das muss man sich ja mal vorstellen. Jetzt haben wir eh schon ordentlich Schluppen. Da wäre es halt ganz gut, wenn man beißen könnte, damit es ein bisschen leichter geht. Und trotzdem steigt da die Krankenkasse aus. Also das wäre jetzt nur ein, so ein Beispiel. Ja, ja. Also total schwierig. Mit deiner Psychoonkologie, mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, machst du das regelmäßig immer noch? Machst du dann auch speziell schon die Zungenkrebspatienten oder ist es unterschiedlich? Also ich habe an und für sich damit angefangen, das vor Ort zu machen. Ich habe klassisch eine Selbsthilfegruppe gegründet. Das hat aber nicht sehr lange funktioniert in dieser klassischen Form. Die Patienten sind gekommen und entweder böse gesagt, sie sind verstorben oder sie waren sind als geheilt entlassen worden. Da haben dann viele Krebspatienten oder ehemalige Krebspatienten einfach kein Interesse mehr, auszutauschen. Ne? Mhm. Also das geht aus diesen Truppen hinaus. Es war sehr schwierig, da immer Puppentreffen zu machen, weil es eben so wenig Patienten vor Ort gibt. Ne? Ja. Und ich habe also dann meine Tätigkeit ins Krankenhaus verlagert und habe also mehr oder minder die Abteilung immer informiert, wann ein neuer Patient gekommen ist. Und ich bin also zu den Menschen dann ans Krankenbett gegangen und habe halt einfach meine persönlichen Erfahrungen geteilt, habe halt Tipps für den Alltag gegeben, also diese ganzen Behördenwege und so weiter und so weiter. Und nachdem ich aber dann selber wieder sehr aktiv unterwegs war, ist es dann ein bisschen eingeschlafen. Und ich werde heute fast ausschließlich nur übers Internet kontaktiert. Ich werde halt über den Suchbegriff Zungenkrebs gefunden. Und das heißt, die Leute kontaktieren mich über Facebook, teilweise auch über WhatsApp, weil natürlich auch meine Telefonnummer auffindbar ist. Oder schreiben mich per Mail an. Ich habe auch schon Leute gehabt, die mich besuchen wollten. Ja, okay. Ja, wirklich. Also das will ich dann eigentlich nicht. Ne? Ja, klar. Aber ich hab im Schnitt pro Woche zwischen 2 und 3 Kontakte mit neuen Patienten. Oh, das ist aber ganz viel. Ja, das ist mitunter ganz heftig. Und erfahrungsmäßig kann ich sagen, die meisten melden sich auch nur einmal. Die wollen einfach grundlegende Informationen haben. Ich habe inzwischen bei mir am Foodblog wirklich eine Frage- und Antwortseite eingerichtet, wo alle diese wichtigen Fragen für einen Neupatienten drinnen sind und verweise teilweise auf das. Also wenn mir jemand anschreibt, dann schreibe ich immer dazu, schau dir das doch bitte an. Vielleicht sind da schon viele Fragen für dich beantwortet. Ansonsten kannst du mich gerne noch einmal kontaktieren. Das ist natürlich keine fachliche Auskunft, sondern das sind meine rein persönlichen Erfahrungen. Du musst du natürlich auch aufpassen, was du von dir gibst. Ja, ja. Also wenn es ums Fachliche geht, dann verweise ich halt immer an passende Seiten. Ne? Ja. Und ja, das Kuriose ist, mindestens einmal im Jahr nehme ich mir an, dass ich das nicht mehr machen will. Ja. Weil ich mir auch oft denke, meine eigene Erkrankung ist so weit weg und da hat sich so viel verändert. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich da jetzt fachlich auch noch helfen kann, weil sie ja die Behandlungsmethoden auch verändert haben. Und kommt immer dann, wenn sich so ein Gedanke einschleicht, hundertprozentig meldet sich jemand bei mir, wo ich das dann überhaupt nicht übers Herz bei mir zusammen. Es tut mir leid, aber ich will da jetzt keine Ratschläge mehr geben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wahrscheinlich wird mir das bis an mein Lebensende begleiten. Vielleicht ist das, ich bin nicht gläubig, aber vielleicht ist das trotzdem etwas, das mir auferlebt wurde. Ich kann es nicht beurteilen. Es ist so, wie es ist. Es ist ja eigentlich auch eine schöne Tätigkeit, anderen Menschen zu helfen.
Aber es ist manchmal natürlich ein bisschen belastend, ist, weil es ja zeithabend ist und weil es ja oft immer Wiederholung ein und desselben Themas ist. Aber es ist einfach unheimlich schön, wenn die Menschen sich dann bei dir bedanken. Oder manchmal rufen ja nur Menschen an und sagen einen einfachen Satz wie: Ich bin so froh, dass sie leben. Die Leute Das sind ist eine. dankbar. Ja, genau, da geht es nur darum, die haben also eine der zahlreichen Geschichten, die über mich im Internet passieren, gefunden und sehen, pa, die Frau lebt schon seit 8, 9 Jahren nach der Diagnose, lebt offensichtlich so ein lustiges Leben. Ja. Und haben dann einfach nur, alleine, dass sie da sind, hat mir jetzt unheimlich geholfen. Das ist einfach fantastisch, oder? Dass Absolut, du natürlich. Ich glaube, es ist auch psychologisch eine Sache, wenn man hilft, hilft man sich ja auch selbst. Das darf man nicht Ja, vergessen. Und natürlich. natürlich, das kenne ich auch, wenn Leute dir schreiben und dir so dankbar sind. Also ich meine, das Ja. willst du ja auch irgendwie bewirken mit dem. Naja, Natürlich hilfst natürlich du dir ist. auch selber, aber es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen zu Ja. helfen, ja, in dem, was du natürlich auch kannst. Ja, genau so ist es. Ja. Ja, wo du mit Herzblut dabei bist, das auf jeden Ja. Fall, ja. Ja. Ja, das ist schön, also es ist toll, toll zu hören, was du alles machst. Also wie gesagt, ich bin ganz beeindruckt und das ist wirklich Danke. vorbildlich und ich freue mich total, dass du das in meinem Podcast alles erzählt hast. Also wir werden uns Ja, dann ja auch danke auf jeden für Fall die Einladung. kennenlernen und da freue ich mich noch mehr drauf, weil Ich mich persönlich, auch, ja. also man konnte dich jetzt wirklich telefonisch, geht das richtig toll, dich zu verstehen, weil man sich doch mehr auf die Sprache konzentriert. Ich glaube, das ist Ja. fast besser als, ich habe mich auch auf Instagram gestern was von dir gesehen und da fiel mir das schwerer, muss ich Ah, sagen. interessant. Ja, also Interessant. so ging es mir persönlich. Also ich finde das jetzt, ich mag ja auch Medium-Podcasts sowieso gern. Und weil man sich sehr doch mehr auf die Sprache konzentriert und auf das Gespräch, man lässt sich doch, wenn man nur so, ich lasse mich mehr ablenken vom Video. Ah, das ist interessant, ja? Vielleicht solltest du auch Spannend. einen Podcast noch machen. Ja, das haben die Leute, haben schon so viele Leute zu mir gesagt, ich könnte es aber immer in Form von einem Gespräch, weil so ein Einzelpodcast, ich rede so den ganzen Tag, aber ich wüsste nicht, was ich erzählen soll. Na doch, das fällt dir dann schon ein. Das Ja, sollte mal nicht. schauen, mal schauen. Genau, man kann ja nicht alles machen. Aber es wäre super, wenn du mir noch die Links schicken würdest. Und ich Ich freue mich schicke dir, wirklich, dich ja? kennenzulernen. Ich finde es auch toll, dass du auch den Mut hattest und auch in deinem Alter, dass du so offen damit umgehst. Es ist ganz super, ganz schön. Danke, Und Karin. wir hören und sehen uns auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Ja? Okay. Möchtest du noch irgendwas sagen? Weil ich jetzt nicht, dass ich jetzt abrupt das beendet habe. Nein, Ist dir noch. ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, dass du mir Platz auf deinem Podcast gibst. Nämlich aus dieser seltenen Krebserkrankung. Ich finde das total wichtig. Und so einfach danke für das tolle Gespräch. Und dir vor allem alles, alles Gute. Dank dir, dir auch. Also bis bald. Mach's Ja, gut. bis bald. Tschüss. Tschüss. Wow, was für ein Gespräch. Es war ein bisschen lang und ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich denke, du konntest was für dich rausziehen und freue mich weiterhin, wenn du meinen Podcast bewertest oder mir auch mal ein Feedback wieder schickst. Ich habe lange keine Feedbacks mehr gehabt. Bis dahin, alles Gute, eure Karin.